So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr seht richtig, was absolut selten ist, aber so langsam gefallen sie mir. Das brandneue und aktuelle Pokémon Sonne und Mond Stunde der Wächter Sammelalbum oder Starterpack, ganz wie ihr es sehen wollt. Da ist die Mappe drinne und ein von den brandneuen und aktuellen Booster. Wenn ihr jetzt schon wieder denkt, oh, Sonne und Mond, die gibt es ja schon länger. Das ist das Neue. Das ist das alte Sonne und Mond, also Pokémon Sonne und Mond, wo man ja immer die Karten reinsteckt und auf einer Seite ist ein großes Bild. Und davon gibt es eben jetzt das brandneue und aktuelle Stunde der Wahrheit. Also Pokémon Sonne und Mond Stunde der Wahrheit. Was absolut selten ist bei mir mit den Pokémon-Karten, weil da kenne ich mich wirklich nicht aus. Da seid ihr immer gefragt und ihr helft mir auch so gut, welche was wert sind, welche man wegtun sollte und. Dafür bedanke ich mich bei euch und für euch einen Daumen hoch. Und ich hoffe, wenn ich jetzt wieder ab und zu mal wieder ein paar Pokémon-Booster öffne, dass ihr auch so nett seid und mir weiterhin schreibt. Aber nichtsdestotrotz wollen wir es natürlich jetzt mal öffnen, das Starterpack oder eben das Sammelalbum von einem brandneuen Pokémon Sonne und Mond Stunde der Wächter. Wie gesagt, so sehen die Booster jetzt aus. Oder ein von den Booster-Motiven. 10 Karten drin in dem Booster. Haben natürlich eine Hausnummer. Einen Preis meine ich natürlich. Aber jetzt kommen wir für die eigentliche Sammelmappe oder Starterpack. Natürlich hinten ein Poster drinne mit allen Karten. Sieht ja richtig heftig aus. Das gefällt mir. Andere Seite, naja, das ist wirklich kein Motiv für mich. Aber das Motiv, richtig krass. Aber nichtsdestotrotz will ich natürlich jetzt das Sammelalbum präsentieren. Das ist es also, das brandneue. Das ist das ältere. An das Design. Ah, kann man sich besser dran gewöhnen. Aber jetzt fangen wir an, drinnen herumzublättern. Und natürlich an allen die, die dieses Sammelalbum schon haben oder Starterpack. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr es findet, was ihr davon haltet. Und hier ist nun das erste große offizielle Bild. Da kommen mir immer 6 Karten hin von dieser Klasse, so wie ich das rausgefunden habe. Auch 1 oder 2 hochwertige. Aber das erste Pokémon Monster sieht schon mal richtig gut aus. Ah. Ja. Ja, das ist krass. Ich hoffe, das kommt so rüber in dem Video, wie glitzerhaft das ist. Richtig schön gemacht. Auch wieder 6 Karten da reinstecken. Das Motiv ist ja das Titelbild. Muss ich sagen, es gefällt mir nicht wirklich. Sind auch die gelben Pokémon-Karten. Ah, das ist auch nicht übel, aber es könnte was Besseres sein, bin ich ganz ehrlich. Ah, das hat schon wieder irgendwas, muss ich echt sagen. Und dann war es natürlich schon wieder. Merchandising, alles klar. Wo man die Apps herunterladen kann. Also, das ist das offizielle neue Starterpack oder Sammelalbum von Pokémon Sonne und Mond Stunde der Wächter. Ihr schreibt mir natürlich in die Kommentare, wer es hat oder die es noch nicht haben, wie sie es finden, was ihr davon haltet. Das ist das Neue, das ist das Alte, wie gesagt. Aber jetzt
kommen wir natürlich zu das Boostertütchen, was dort drin gewesen ist. Und ich hoffe natürlich, dass ihm mir jetzt wieder hilft, ob da eine hochwertige Karte bei ist. Da schauen wir natürlich jetzt mal sofort. Also jetzt kommen die ersten Boosterkarten von Pokémon Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Wie gesagt, was ganz Seltenes auf meinem Kanal. Den Code. Jetzt drehen wir sie um. Und wie gesagt, kommentiert mir, wie ihr sie findet. Oh, richtig glitzerhaft ist was. Ist nichts dabei, aber ich halte sie mal so jetzt etwas näher an der Kamera. Für die, die natürlich noch länger sehen wollt, drückt ihr immer wieder auf Pause. Ja. Sieht richtig lustig aus. Und wie gesagt, wer die Serie schon angefangen hat, sie zu sammeln oder schon vielleicht schon besitzt, schreiben. Weil ihr wisst ja, Pokémon-Karten ist nicht meine Welt. Aber nichtsdestotrotz öffne ich immer wieder mal welche. Aber jetzt mit den Sammelalbum oder Sammelmappen gefällt mir das richtig gut. Muss ich echt sagen. Ja, ein paar schöne Motive sind dabei. Das ist wohl eine Karte, die in jede Pokémon-Serie gibt. Oh, der sieht aber knuffig aus mit seinen Augen. Und die 10. und letzte Boosterkarte von Pokémon Sonne und Mond, Stunde der Wächter. Jetzt wollen wir eben mal ganz kurz schnell drinnen rumblättern, ob ich vielleicht schon was habe für die Mappe. Erste Seite, die braun. Nicht wirklich. Blaue. Auch nicht dabei. Schade. Grünliche. Nein, wenn ich es richtig gesehen habe, kontrolliere ich aber gleich nochmal sicherheitshalber gelbe. Lila. Doch, da haben wir schon mal eine. Eine kann ich reintun, die ich so lustig finde. Ihr wisst ja, die kommt ja jetzt, drückt man sie hier vor, dann sind da so Schnitte drinne. So, die erste Karte sitzt. Weitere gelbe waren nicht dabei. Grün-braunliche. Hatte ich aber, glaube ich, auch eine davon. Wo war sie denn jetzt? Da ist sie. Oh, zwei Karten schon. Mal gucken, zwei Seiten sind ja noch da. Vielleicht wird es ja noch was. Und wie gesagt, schreibt mir, wie vollständig eure Sammelmappe ist, wenn ihr sie besitzt. Na, ich will aber jetzt. So, zwei Lila. Da hatten wir, glaube ich, auch welche.
meine, ich hätte da was gesehen. Doch nicht. Schade. Das war es auch schon. Also, nochmal kontrollieren, obwohl da eine schöne bei ist. Blau auch nicht. Zurückgehen. Hier unten immer die ganz hochwertigen. Aber das war's. Nur zwei Stück konnte ich in die ganz brandneue, aktuelle Sammelmappe hineintun. Wie gesagt, wo man die bestellen kann oder eben die Boosterkarten, wenn einer oder mehrere von euch Interesse daran haben, werde ich natürlich unter dem Video verlinken. Also, wo man die sicher und bequem bestellen kann, die Serie Pokémon Sonne und Mond, Stunde der Wächter, werde ich unter dem Video versuchen zu verlinken. Ansonsten schreibt mir alles in die Kommentare, wie ihr es findet, dass ich davon jetzt auch mal wieder ein paar Booster öffne. Dann werde ich auch natürlich mir schneller und öfters mal ein paar Booster gönnen. Das ist das ganz Neue. Das ist das Ältere. Jetzt wisst ihr Bescheid. Alle anderen wussten vielleicht schon Bescheid. Ich noch nicht. Würde mich freuen um einen Daumen hoch. Ansonsten war es das mal wieder. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst. Guckt hin und schaut zu.